Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Ja, willkommen zurück bei Fenner Live und wir schalten gleich wieder zurück nach Kärnten und zwar diesmal an den wunderschönen Wörthersee. Dort sitzt Otto Retzer auf seinem Balkon im Hintergrund der Wörthersee zu sehen. Herr Retzer, heute Abend die Generalprobe der Starnacht, morgen dann die Starnacht live im Fernsehen und ganz Österreich schaut auf den Wörthersee. Was macht denn den Charme dieses Wörthersees Ihrer Meinung nach aus? Sie sind ja ein wahrer Wörthersee-Spezialist, muss man sagen, wahrscheinlich der beste Kenner des Wörthersees, den es gibt. Nein, erstens einmal bin ich seit 20 Jahren, seit der ersten Starnacht dabei. Und ich meine, das ist natürlich was Besonderes. Zum Beispiel, ich war gestern am Abend mit Bon Jovi beim Abendessen im Seespitz, heute in der Früh beim Frühstück im Café, kommt der Herr Gabalier daher, weil der dreht gerade was für einen anderen Fernsehsender. Dann fahre ich nach Klagenfurt, meine Karten abholen. Daher sehe ich wieder den Schauspieler, Sänger ohne Ende, schönes Wetter. Also alles beim vom Feinsten. Und was erwartet uns Ihrer Meinung nach heute bei der, oder morgen ist es dann im Fernsehen bei der Starnacht, was sind die Highlights? Sie haben ja, wie gesagt, schon sehr viele Starnächte live miterlebt. Was ist diesmal besonders? Naja, es sind natürlich, es ist für jeden was dabei dieses Mal. Aber wenn man den Roland Kaiser, habe ich in meinem Leben mindestens 30 Mal gehört und jedes Mal sehe ich den Auftritt wieder gern. Dann die Frau Lena Dimswungs, die kenne ich nicht so gut, aber da freue ich mich auch sehr, dass die heute singt. Es ist wirklich bei der Starnacht in der Zwischenzeit für jeden was vorbei, für so einen alten Deppen wie ich, aber auch für die ganz Jungen. Warum ist der Wörthersee Ihrer Meinung nach eigentlich so ein Anziehungspunkt für die High Society? Warum wollen alle zum Wörthersee? Ich meine, es ist ein wunderschöner See, das ist unbestritten, aber es gibt auch viele andere schöne Seen. Aber warum werden die Prominenten so angezogen vom Wörthersee? Naja, schauen Sie, es ist natürlich so, ich habe zum Beispiel heute in der Früh einen Anruf gekriegt, ich brauche dringend 4 Karten, goldene Tickets für morgen am Abend und 2 Doppelzimmer oder eine große Suite im Schlosshotel. Und ich versuche dann alles und muss dann anrufen, der schreibt unten noch, Geld kein Problem. Und ich muss dann zurückschreiben, haben keine Karte mehr und kein Zimmer, Geld trotzdem ein Problem. Also es ist doch schön, wenn man solche Leute absagen muss. Ja. Und was sind denn Ihrer Meinung nach heuer die Society-Highlights am Wörthersee? Wo muss man hin? Was sind die Restaurants, was sind die Lokalitäten, wenn man an den Wörthersee fährt, wo man unbedingt hinschauen sollte? Na, schauen Sie, hat sich was Wahnsinniges geändert hier bei unserem See. Es gibt keinen See auf der Welt, und ich kenne sie alle, wo man auf 37 Kilometer die besten Restaurants hat. Früher hat es gegeben Sag ja, heute gibt es das Rosé, heute gibt es Südsee und den Seespitz. Wir haben eine Qualität an Essen, wo man mit dem Boot hinfährt, jeder kennt sich, aber nicht nur die High Society, da kann wirklich jeder hinfahren und das kann sich jeder leisten. Ich habe gestern im Seespitz von mir noch Fans, die ununterbrochen mir über die Glatze gefahren sind und haben meine Texte besser gekannt wie ich aus dem Schlosshotel. Die können es auch dahin zum Essen gehen und sitzen in einem Haubenlokal und können wunderbar essen. Und das ist, glaube ich, die super Mischung, dass normale Leute sich mit der sogenannten High Society treffen. Im Loretto hat gestern die Frau Flick gegessen mit den Swarovskis und daneben sitzt ein Klagenfurter Buchhalter mit seiner Familie. Das macht den Charme aus. Weil wenn alle, sogenannte, wie Sie sagen, High Society nur eingesperrt werden, wie in gewissen anderen Inseln oder was weiß ich, dann wäre der Charme nicht da. Der Charme ist, dass sich die High Society mit dem normalen Publikum so ganz normal trifft. Mhm. Jetzt ist es ja ein irrsinniger Hitzesommer, muss man sagen. Heiß wie schon lange nicht. Der Juni war überhaupt der heißeste aller Zeiten. Der Juli wird ziemlich heiß werden. Nächste Woche oder jetzt am Wochenende schon startet die nächste Hitzewelle. Wie sieht es denn am Wörthersee aus? Was heißt denn das für den Tourismus? Der muss ja boomen wie verrückt, oder?
Nein, wir haben ein Problem. Also die Jungen, die jetzt nachkommen, die nach mir jetzt da das Sagen haben, die müssen sich etwas überlegen. Wir haben zwar ununterbrochen Highlights am Wochenende, aber das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, dass die Leute nur für 3 Tage herkommen. Wir bräuchten noch ein paar Highlights so mitten unter der Woche, dass die Leute auch mitten unter der Woche kommen. Weil Sie wissen ja, ein Hotelzimmer, das nur 3 Tage belegt ist, das ist nicht der Idealfall. Und da müssen wir noch schauen, dass wir da ein bisschen hineinfahren und dass wir da noch was machen. Zum Beispiel dieses Wochenende, ich hätte 10 Einladungen gehabt, wo es über mörderisch zugeht. Am Flughafen stehen heute 27 Privatmaschinen in Klagenfurt. Also es wäre wahnsinnig viel los und dann am Montag, Dienstag hängt es wieder ein bisschen durch. Ich meine, die Hotels sind voll, wenn jetzt nicht, wann dann? Aber so in der Vor- und Nachsaison, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben, dass wir auch den Montag, Dienstag, Mittwoch ein bisschen voll kriegen. Mhm. Wie zufrieden sind Sie denn da mit der Kärntner Politik? Unterstützt die Ihrer Meinung nach den Seetourismus ausreichend? Ja, es ist natürlich immer so, bei schönem Wetter gehen natürlich sehr viele gerne vor die Presse und vor das Fernsehen und sagen, wir haben wieder einen Zuwachs von 10%. Das machen sie natürlich meistens im Mai, wenn ein Haufen Feiertage sind. Und wenn Regenwetter ist, dann sieht man, es gibt ganz wenige Leute, die dann sagen, es geht nicht so gut. Wir haben Gott sei Dank keinen Landeshauptmann, der jetzt versucht, auch den See rundherum ein bisschen frei zu kriegen, Seezugänge zu machen für viele Radler. Ich bin jetzt wieder selber E-Radler geworden in meinem hohen Alter. Und man kann halt zu meinem See fahren, kann das Radl stehen lassen, kann in den See hineinspringen, kann schwimmen. Ganz freie Zugänge. Also da sind wir wirklich jetzt gut drauf mit unserer Politik, die uns da helfen. Und wir versuchen auch mit den Lokalpolitikern die gewissen Mauern wieder wegzumachen. Zum Beispiel bei mir können Sie runterschauen am See, da gibt es keine Mauer, da kann jeder vorbeigehen und schauen und sagen, schau da unten, da liegt der Glotzer, die Rätsel. Das ist mir eigentlich wurscht. Und das wir so schauen, dass wir da die Mauern noch ein bisschen zurückbauen. Okay. Herr Rätzer, wie werden Sie Ihren Sommer verbringen? Nur am Wörthersee oder wird es noch ein bisschen auch auf Reisen gehen? Naja, ich muss morgen drehen in Venedig, ein ganz großes Event am Canale Grande. Da ist dieses große Bootsevent. Dann komme ich zurück, dann muss ich ein paar Tage nach Berlin, aber so viel wie möglich am Wörthersee. Wo soll es schöner sein? Ich war schon überall, wo es schön ist. Am schönsten ist da. Das ist ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Otto Rätzer, und schöne Grüße an den wunderschönen Wörthersee. Sie haben sicher schöner als wir hier im Studio. Das sieht man hinter Ihnen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sind wir gleich wieder zurück hier auf OE24 TV und dann geht es weiter mit den aktuellen Nachrichten.